Willkommen zurück im Dorf der Fexel. Da ging es das letzte Mal zu Ende. Und hier geht's heute weiter. Wir hatten hier ja Freundschaft geschlossen, haben ein Schild erhalten und ein neues Quest. Und da geht's heute hin. Wir haben jetzt eine Wegmarkierung. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier unbeschadet durchkommen. Hier gab es ja schon einige Rangeleien. Und es gibt auch einiges hier aufzusammeln. Obwohl, hier ist schon abgesammelt. Aber hier, Sandstein. Nein. Fexel-Essenz. Essenz. Sammlerabzeichen. Was ist denn hier eigentlich passiert? Dass hier so viel liegt? Ich glaube, das sind Überbleibsel von dem großen Kampf. Den hatten wir ja in der letzten Folge zum Rande mitbekommen. Eine Schnapperantenne. Guck mal, die Eier, die können wir wieder spenden. Die wollten sie ja gerne haben. So, jetzt müssen wir schauen. Wir müssten in diese Richtung. Das heißt, vielleicht einmal um den Berg herum. Dass ihr mal kurz eine Vorstellung habt, wie die Dimensionen jetzt hier ungefähr sind. Welche Wege wir zurücklegen auf der Karte. Ich habe es jetzt selber noch nicht aufgedeckt alles. Oder ich weiß jetzt nicht, wie weit wir hier an den Rand scrollen können. Aber die Karte, ich sag mal, ungefähr so groß ist er, so, wenn wir jetzt schauen hier. Und hier ist das Dorf, hier befinden wir uns. Ich sag mal, ein paar Minütchen, würde ich sagen, könnte man von rechts nach links laufen, wenn es keine Gegenwehr gibt. Na, guckt mal. Da oben sehe ich doch schon eine Zielscheibe. Das freut mich sehr. Aber ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Da unten haben wir eine Höhle. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Also das interessiert mich. Wo geht das Seil hin? Was ist das? Ein Sammlerstück. Na gut, dass wir hier rumgeguckt haben. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Scharfe Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ein Bogen. Okay, jetzt haben wir einen Bogen. Eine Schleuder. Und ein Schwert. Ich versuche gerade zu erkennen, wie wir hier mit dem Aufzug rüberkommen. Ah, okay, verstehe. In der ersten Ebene müssen wir aussteigen. Moment. Jetzt rein hier. Hier raus. Nein. Doch. Sehr schön. So. Thank you.
Schlüssel ist erforderlich. Fehlgeschlagen, wir haben keinen Schlüssel. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass wir einen Schlüssel brauchen. Die Pollenpasshöhle. Die Höhle war doch da unten, wenn ich jetzt richtig geschaut habe. Ja, wartet mal. Wir gucken mal, ob hier oben ein Eingang ist. Jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir im Zielgebiet. Also ist das da unten der Eingang. Okay. Also wir können auch nicht endlos tief springen. Das gibt Schaden. Moment, wenn es was hochzulaufen gibt, müssen wir hochlaufen. Ist wieder so ein Gebilde, wo ich nicht weiß, wie wir damit interagieren. Da oben gibt's. Da gibt's was. Wir kommen da aber so nicht hoch. Okay, Moment, hier muss ich mir nochmal den Mechanismus anschauen. Also was bewirkt dieser Stein? Wenn wir sie rausnehmen, fährt der Stein weg und die Tür schließt. Jetzt ist es runtergesackt oder was? Ach so, hiermit tue ich jetzt die Tür bewegen. Sehe ich das richtig? So, Stein anheben. Nehmen. Ablegen. Stein ablassen. Mal beobachten. Genau. Ablegen. Oder müssen wir dann einfach diese Zufackel da reinstecken? Wartet, ich teste das mal. Nö, das passt so. Was war denn das? Ich wollte gerade sagen, ich lasse die Fackel da mal einfach daneben stehen. Oh oh. Manni. Es läuft. Sitzt. Hallo? Ein Mensch in meiner Höhle.
Du bist wohl Groff. Verlässt du diese Höhle? Nö, die Welt da draußen ist nichts mehr für mich. Man hat mir gesagt, ich sollte dich für Schutzausrüstung oder ein paar Werkzeuge aufsuchen. Er war ein Freund. Ich glaube, er versteckt sich in einem verlassenen Wachturm in der Nähe. Aha, wir hatten ja diese Truhe vorhin gefunden und er hier versteckt seine Habseligkeit in Truhen. Und er sagt ja, wir brauchen da einen winzigen Schlüssel. Da brauchen wir Schlüsselgraphit. Okay, wartet mal, das haben wir schon gefunden. Ganz zum Anfang an dem See ist ein endliches Material, das zur Herstellung eines Albama-Schlüssel Verwendung findet. Suche den verlassenen Wachturm. Oh, sein Bett. Das heißt, wir werden jetzt zurück aus der Höhle gehen, ihm hier ja, von Zeit zu Zeit mal aufsuchen. Gucken wir mal, wo es hier rausgeht. So, jetzt sollten wir dem verlassenen Wachturm in dieser Richtung. Am besten ist natürlich, wenn man Wege geht, so wie ich das mache, ist nicht immer klug, auf die Berge rumzukraxeln. Schlüsselgraphit. Ich habe jetzt wirklich mich nicht gespoilert. War jetzt wirklich Zufall, aber ich habe gesehen jetzt gerade, da wo diese Glühwürmchen erscheinen, da scheint das wohl dann noch rumzuliegen. So. Oh, da gehen wir weg. Ach, wartet mal, dem verlassenen Wachturm. Da sind wir doch vorhin drauf rumgekraxelt. Das meint er damit. Oder? Na genau. Haben wir doch schon gemacht. Haben wir das vorweggenommen. So, jetzt haben wir einen Bogen. Gefundene Ausrüstung. Es gibt noch mehr, so wie es aussieht. Naja, erste Etage. Waffenrock. Hose. Weichglas.
Und Muskelbräu. Muskelbräu? So eine Art Stärkungstrank. Diese Notiz muss von einem Mensch geschrieben sein. Tag 166. Aha, die Herstellung eines, ja, Muskelbräus Zugang zu jedem Dorf einbringt. Die Gruft geht's jetzt. Vor dir liegen gleich mehrere Abenteuer. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier nach unserer Ausrüstung. Die können wir doch anlegen. Wir haben jetzt die Sammlerhose an, die hat einen Stern für Leben. Das hat alles einen Stern, das Oberteil. Was haben wir jetzt noch bekommen? Ein Beinschützer mit zwei Sternen. Handgelenkschoner, zwei Sterne. Den Bogen, den würde ich erstmal noch nicht ausrüsten. Ich lasse erstmal das Schwert. Okay, so und dann Ziele. Die erste Gruft ist markiert. Ausstattung. Ausstattung, das haben wir doch jetzt mal. Ja, wenn hier vorne so ein gelber Punkt ist, dann haben wir das alles erledigt. Finde eines der Gruftdörfer. Du kannst versuchen, ein Muskelbräu mitzunehmen. Muskelbräu. Da wollten wir noch schauen. Muskelbräu. So, scharfe Pfeile. Brauchen wir Maholz und einen Stumpffels. Das sind Namen. Guck mal, ein Schlüssel. Ah, was? Acht? Acht Graphit brauchen wir für einen Schlüssel. Ach, herrje. Waffenrock. Der hätte dann zwei Sterne. Und die Hose. Da ja, brauchen wir Starrseil. Das wäre kein Problem. Stoffduo, Schottermoos. Also wir müssen wirklich sammeln. Sehr schön. Muskelbräu. Brauchen wir Karablin-Isenz. Schnapper Oberschenkel. Verdammt. Die haben wir gespendet. So, wir essen erstmal ein Häppchen. Jetzt haben wir ja drei Ziele markiert. Eines der Dörfer. Okay, hier haben wir eine Markierung, hier haben wir eine Markierung und hier unten. Okay, also hier gehen wir nicht hin. Ich würde sagen, wir schnappen uns hier die nächstbeste. Ich muss mir mal eben so drehen, dass ich sehe, welche das ist. Jetzt schauen wir auf die ganz linke. Genau, die ganz linke wollen wir. Witzka, hier ist sowas los. Kämpften da. Ich will mich da jetzt auch nicht einmischen. Nicht, dass wir uns da gleich hier unseren Ruf bei diesen, ja, Flammerviechern
verschatzen. Na, pass auf, lass mal die kämpfen. Wir sammeln hier, die können ruhig kämpfen. Morgen heute. Oh, den kennen wir noch nicht. Oh mein. Der will aber mit uns kämpfen. Ich gehe mal abseits des Weges, ob der uns hier verfolgt. Ah, guck mal, wir müssen hier spenden. Ach nee. Ich mag nicht kämpfen. Ja, ist doch nicht so leicht. Geht nicht einfach mal dahin laufen. Man muss ja wirklich durch die anderen Gebiete. Schnell, wir laufen hier am besten zu unseren Freunden. Die helfen uns. Hier liegt so viel Loot rum. Sandstein. Stofftuch. Feder. Stofftuch ist immer gut. Das konnten wir gebrauchen. Was? Mein Beutel ist voll. Zu viel Verschiedenes mit. Wartet mal, wir könnten hier Maholz verarbeiten, aber das bringt nichts. Aber ich würde meinen, unser Beutel, der kann noch erweitert werden. Können wir denn jetzt irgendwas herstellen? Die Pfeile... So, wir gucken mal, ob wir jetzt die Spendentruhe finden. Dann können wir ja schon ein paar Sachen aus unserem Inventar spenden, dass wir wieder Platz haben. Ja, hier direkt voraus. Hier, wo es qualmt, da müssen wir hin. So, schauen wir mal. Spendenkasten. Hier steht es ja. Trockenton, Vogelpfeffer, Sandstein, Noctus. Okay, was haben wir denn? So eine Feder hätten wir. Nee, das bringt wirklich nichts. Trockenton, Trockenton hatte ich. Sandstein. Oh je, bringt wirklich wenig, aber ich will erstmal neutral. Sorry, neutral mit allen werden. Morgenheu, Sumpffels. Vogelpfeffer, was ist denn das? Luktus. Oh, das bringt jetzt auch was hier. Das hat gleich hier einen richtigen Schub gebracht. Was haben wir hier noch? Eine Tinkblume. Na, die nimmt er auch richtig gerne. Die Essenz, die behalten wir, den Zapfen. Super. Immer weg damit. Weichglas behalten wir. Da kommt ein bisschen Holz.
Und dann tauschen wir mal. So, jetzt sollten wir im... Genau, hier steht es ja. Neutral. Super. Ja. Jetzt gucken wir mal hier, was du bist. Ja, ich würde sagen, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich werde jetzt... Einfach von Leder und Fleisch. Ich nehme es erstmal mit. Wegschmeißen können wir es dann immer wieder. Die Blume war super hier. Warte, was liegt hier? Okay. Gut. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!